Hallöchen, liebe Leute, und willkommen zu Bunny Plays, übrigens. Bevor ich jetzt hier anfange mit Rules, möchte ich noch kurz gucken. Meine Rules, meine Optionen. Weil ich habe gemerkt, der letzte Part, der war ein klein bisschen... klein bisschen laut. So, übernehmen. ja. Das Schöne bei Bunny Plays ist ja, ich muss nicht die ganze Zeit so kommentieren, als wäre irgendwas Großes. dieses Mal werde ich auf Wunsch meiner lieben besten Freundin eine kleine Runde Deutschland gegen Frankreich machen. Sie wird schon verstehen, was damit gemeint ist. So, ja, ich glaube, schwer kriege ich hin. Frankreich hat, glaube, ganz akzeptable Panzer, eine schlechte Luftwaffe. Nee, Luftwaffe war ja eigentlich nur der Name für die deutschen Luftfahrzeuge, aber was soll's. Ich glaube, ich mache am Anfang... Ja, ich gucke erstmal, was daraus wird. Ich mache am Anfang mal 4 Rohstoffgebäude und guck mal, wie das funktioniert. Wenn es funktioniert. Dann mache ich so schnell wie möglich die Gebäude, die ich brauche. Das sind Panzerbasis, Panzerabwehrbasis und Artilleriebasis. Und wenn ich Geld habe, baue ich mir noch eine Kaserne, da ich auch Aufklärer brauche, aber sonst brauche ich eigentlich nicht viel. Ach, die haben schon Rohstoffe, was soll denn der Mist? Ach nee, ich ja auch schon. Na gut. Ich guck mal, wie das funktioniert. Ich bin wirklich nicht gut in dem Spiel, das müsst ihr mir einfach mal verzeihen. Ich werde wahrscheinlich auch irgendwann mal ein paar Runden Command & Conquer spielen, weil Command & Conquer kann ich wenigstens relativ. relativ gut. Also, nicht wirklich gut, aber akzeptabel, würde ich sagen. Ein bisschen besser als der Durchschnitt von den Leuten, die das Spiel halt einfach mal aus Spaß spielen. Aber das ist wahrscheinlich auch schon übertrieben. Was haben denn die da? Haben die schon irgendeine... Die haben schon eine Luftbasis. Na gut. Würde ich sagen, Tarnnetz. Weil ich möchte wirklich nicht, dass sie mir hier meine Base kaputt bomben. Wäre nicht so schön. Die haben wahrscheinlich auch schon Tarnnetz benutzt und haben schon irgendwo eine voll große Base. Naja, mal schauen. So, komm, Tankbase. Ja, die kommen schon. Was soll denn das? Das ist bestimmt ein Bombo oder so. Ach, ihr nervt. Ihr nervt, die Franzosen. Wisst ihr das? So, 3 Stück davon. Dann noch ein paar. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Jetzt muss er nochmal umdrehen. Was machen die hier? Bestimmt ein Aufklärer. Ich brauche halt erstmal ein bisschen was, um deren Panzer abzuwehren. Und deren Infanterie auch. Ich glaube, 2 Panzer, 3 Panzer 3s reichen. Ach Gott. Oder? Das ist... Ja, das ist ein Luftaufklärer. Gut, das erklärt auch, warum der hier ist. Ich glaube, ich brauche jetzt bald meine Artilleriebasis. Das Schöne ist, ich habe mitbekommen, wie ich meine Artilleriebasis, also die Luftabwehr, auf jeden Fall sehr effektiv benutze. Ich muss die einfach immer in Wäldern verstecken. Dann bemerken die es gar nicht. So, wenn ich die Basis habe, brauche ich mal ein paar neue Rohstoffe. Nee... Na kommt. Ich brauche Rohstoffe. Fast. Please. Auch noch ein bisschen Panzerabwehr kann nicht schaden. Ich glaube, 9 Stück reichen erstmal. Hoffentlich. Vor allem, die kommen alle aus der Kaserne. Hey. Egal. So, 3 Stück in den Wald hier. Und dann noch 3 Stück in den Wald da. Das dürfte hoffentlich reichen. Also erstmal. Was wackelt denn hier so? Ist gerade irgendwas explodiert? Habe ich das nicht mitbekommen? So, Panzer 4. Ups, die kommen mal hier hin. Gut, erster Kampf kommt gleich. Ach hier, die sind das.
gut, dann ist der Luftaufklärer endlich mal weg. So, und die anderen drei, die kommen hierher. Och nein. Nein. Keine Jagdbomber. Finde ich aber nicht toll. Ja, ich kommentiere halt bei Bunny Plays nicht wirklich viel. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Ich brauche mal Aufklärer. Ich brauche auch mal einfach neue Rohstoffgebäude. Das da wäre gut. Ich glaube, die haben schon mehr als ich und das ist nicht gut. Ja. Wenn ich mehr Rohstoffe als die habe, habe ich quasi schon gewonnen. Hoffe ich. Aber naja, die Bots sind halt jetzt auch nicht sonderlich stark, zum Glück. So, würde ich sagen, die Armee 1, und damit die nicht zur Armee 1 gehören, haue ich die auf Armee 2. Oh Gott, gleich geht's los. Das sind ja alles leichte Panzer. Vor allem leichte Panzer. Das ist lame. Gut, Panzer 3 down. Ah, die Luftabwehr, die macht schon mal ihren Job, das ist schön. Ach komm, die hetzen ja einfach ihre Panzer auf mich drauf. Das würde ein normaler Spieler nie machen. Einer, der nachdenken kann. Ich muss dann mal meine Base ein bisschen expandieren. Komm, macht hin, ne? Rohstofffahrzeuge. Jetzt habe ich nur noch Panzer 4. Tigerpanzer wären ja auch nicht schlecht, aber die müsste ich erst erforschen. Yeah. Das würde dauern. Ich brauche sowieso erstmal Marder. Ja, ich spiele halt relativ oft Deutschland. Das liegt jetzt nicht daran, dass ich Nazis irgendwie mag oder irgendwie nationalsozialistisch oder rassistisch eingestellt bin. Ich hasse eigentlich solche Nationalisten. Das liegt ganz einfach daran, ich mag es, dass Deutschland heißt, solche richtigen Kloppe-Panzer hat. Deutschland ist zwar relativ teuer, aber wenn die erstmal ihre Einheiten gebaut haben, dann halt richtig. Dann kriegt man die Einheiten so schnell nicht mehr tot. Mache tot den Guppi. Bob, so ein Name, Guppi. Komm auch nur Franzosen drauf, ne? Und ja, ich geb's zu, ich bin nicht so der Freund von Französisch. Eigentlich habe ich ja nur einen Hass gegen die Sprache, es gibt coole Franzosen. Ich habe Hass gegen die Sprache, weil sie mir in der Schule beigebracht wird. Jedenfalls, man versucht sie mir in der Schule beizubringen. Erfolglos. Ich könnte jetzt auch langsam mal eine Kaserne bauen, das wäre ganz hilfreich. Warum habe ich gerade angefangen, das Teletubby-Theme zu summen? So, du kommst dahin? Ich will ja eigentlich alles ein bisschen mit Luftabwehr bestücken. Da fühle ich mich sicher. Die sind halt ein bisschen stationär bei mir, aber ja. So. Ach ne, sag jetzt nicht, die gehen. Da muss ich halt beide Seiten verteidigen, gar kein Problem. Ich glaube, ich mache jetzt immer kleine Armeen aus Panzer 4 und Mardern. Weil die halten ein bisschen mehr aus. Die halten nicht wirklich viel gegen Flugzeuge aus. Aber naja, ich brauche halt ein bisschen was Stärkeres, das nicht beim Panzer sofort tot ist. Ja, die drehen wirklich um. So, dann geht ihr erstmal darüber. Ups. Ich will jetzt einfach die Seiten wechseln. Aber das Gute an den CPUs ist ja, die spammen halt einfach nur Einheiten. Das ist schön. So, jeps. Ich möchte auch die ganzen Armeen hier unterscheiden können. Hops, noch drei Stück davon. Das dürfte eigentlich erstmal reichen. Und ich bräuchte wirklich mal einen Aufklärer. Kübelwagen, zwei Stück. Müsste reichen. So. Soll er mal machen. Ups. So,
dahin baue ich mir halt hier eine kleine zweite Base auf. Hoffentlich klappt das. Ich könnte wirklich langsam mal Tiger auf Hand gebrauchen dafür. Das wäre ganz nützlich. So, ja, ich forsche jetzt einfach mal Tiger.